bin Yvonne Vespermann. Wir verkaufen seit der langjährigen Familientradition unsere gebrannten Mandeln. Die normalen bleiben immer die mit dem alten Grundrezept und bei den speziell gebrannten, da variiert das Rezept immer, damit immer die ein bisschen verbessern. Und wie das bei den normalen Mandeln so läuft, sagt jetzt mein Mann. Das werden wir tun. Wir werden gleich die Zutaten vorstellen und danach geht es dabei, schön Mandeln brennen und ich werde euch zeigen, wie das geht. Zum Mandeln brennen benötigen wir Mandeln, Zucker, Vanillezucker, Vespermanns Geheimzutat, Zimt und Wasser und ein Mandelbratgerät. Wenn man das zu Hause machen möchte, kann man das auch in der Pfanne machen, aber natürlich nicht in diesen Dimensionen, wie wir es machen. Ich starte die Mandelmaschine. Mein Zucker. Meine Mandeln. Und ein Zimt. Und jetzt benötigt das Ganze ungefähr knappe 10 Minuten, bis ich es bearbeiten kann. Jetzt ist der Moment da, in dem sich der Zucker karamellisiert. Diesen Moment werde ich nutzen, um noch etwas Zucker rumzuarbeiten. Jetzt ist der Moment, in dem die Mandeln praktisch fertig sind. Jetzt muss ich sie nur noch ein wenig bearbeiten. Damit sie auch genauso schmecken und aussehen, wie sie sollen. Unsere Geheimzutat. Und ein wenig Vanillezucker. Schon. Sind die Mandeln fertig, die ich jetzt auf ein Blech kippe, damit sie abkühlen können. Und schon haben wir ein wunderschönes, fertiges Produkt.